Hallihallo und herzlich willkommen bei den Let's Player TV News. Viel Spaß dabei, wünscht Lumi. Herzlich willkommen bei den Let's Play News. Mein Name ist Nico. Und ich bin der Mattis. Und das sind die neuen nachmittäglichen Nerding Nachrichten dieser Woche. Ja, werte Zuschauer, wer von euch die 6. Episode gesehen hat, der weiß, dass wir dort eine kleine Challenge am Laufen hatten, in der es darum ging, ja, wer verkackt, muss einen Shot trinken. Und wie das Ganze ausgegangen ist, das blenden wir euch mal ein. Man muss ja nicht sagen, dass die Schenkung wieder für mich ausgegangen ist. Yes! Na gut. Von 8 auf 3. Ja klar. Zwei. Also ab 9 habe ich aufgehört. Was? Was ist jetzt passiert? Ja. Topic? Off Topic. Ja nur mehr gesehen. Wie ist das jetzt mit... Das wird die beschissenste Sendung, die wir je gemacht haben. Oh, jetzt habe ich dich fast... Oh, ich würde sagen, ja, wieder off-topic, weil... Wartet, ich muss trinken. Ey, genieß das, Redi, ne? Jetzt trink und mach weiter. Die Meinung meiner Person steht... Wenn du einen ordentlichen Hirntag absolvierst... Ich rübergebracht, ne, das weißt du. Knusprig im ja, nee, wer denn sonst? Das war unsere beste Abschiedsmeldung ever. Ja, ihr habt gerade gesehen, was da passiert ist und der Nico hat da wirklich mal verloren, verkackt hat er da. Und da habe ich mir Folgendes ausgesucht vom Let's Play Killua. Ja, der hat quasi ausgewählt, dass er ein Kleid tragen soll und das fand ich so super, dass er es doch glatt machen muss, der Nico. Wir freuen uns auf die News. YouTube Premium, Abo gegen Werbung. Ja, wir kennen es bereits von einigen Online-Magazinen. Schließt du ein kostenpflichtiges Abo ab, bekommst du das Webangebot. Was bekommt man noch? Erstmal werbefrei, ne? Hast du das schon gesagt? Ja, natürlich. Nein. Nun will auch YouTube ein solches Modell einführen, sozusagen YouTube Premium. Du zahlst quasi einmalig dafür und dann nie wieder Werbung. Quasi ersetzt es deinen Adblocker. Ja, aber was noch unklar ist, ist natürlich, wann das Ganze denn kommen soll, wie viel das Ganze auch kosten wird für die Nutzer und ja, was die YouTuber eigentlich genau davon haben. Ja, und es wird wahrscheinlich dann ein generelles Abo sein. Ne? Also wie ich gerade schon sagte, einmal zahlen, dann ist das da durch und dann komplett werbefrei. Nehmen wir mal an, dieses Modell kostet dann 5 Euro im Monat. Und dann, diese 5 Euro werden dann aufgeteilt auf die YouTuber, deren Videos man sich dann angeguckt hat. Also bekommt man letztendlich irgendwelche Centbeträge. Ja, so wird sich das ungefähr darstellen. Ja, also, was haltet ihr von YouTube Premium? Würdet ihr euch auch sowas holen? Und wie handhabt ihr das jetzt zurzeit eigentlich? Schreibt uns das bitte in die Kommentare. Da unten. Twitch, keine Titten-Livestreams mehr. Was? Ja, okay, hört sich erstmal jetzt schlimm an. Ist es auch. Den Tittenbonus, ja, den gibt es ja schon ziemlich lang. Man kennt es ja, die Frauen zeigen immer so ihre Brüste. Zu großen männlichen Let's Player sagt man, ja, die sind like-geil oder abo-geil. Und zu weiblichen Let's Playern sagt man, ja, Mensch, du bist doch nur so weit gekommen wegen dem Tittenbonus. Ja, Twitch hat eine neue Regel so eingeführt, welches verbietet, sich zu knapp irgendwie anzuziehen, ne? oder mit seinen Reizen irgendwie zu spielen. Das heißt, in der Facecam dürft ihr euch wirklich nur noch bekleidet zeigen. Das heißt, keine Bierbäuche mehr, keine nackten Brüste, keine... Was gibt's noch? Was kann man noch so Versautes machen? Dürft ihr alles nicht mehr. Sein Po zeigen. Ja, das auch nicht. Ne? Ja. Ja, was haltet ihr von dieser Geschichte? Sagt ihr, na endlich, jetzt haben wir auch mal Chancen mit unserem Spiel irgendwie auf Twitch, damit man irgendwelche Zuschauer bekommt? Oder ist euch das einfach egal? Schreibt uns das auch in die Kommentare. Oder werdet ihr die Brüste vermissen? Schreibt das auch rein. YouTube Space bald auch in Brasilien. Ja, immer wieder diese Spaces. Bericht Nummer wie viel?
Keine Ahnung, hier steht eine Zahl drauf, aber ich glaube, das ist sowieso viel höher. 5.332.145. Wenn es die Zahl überhaupt gibt. Und nun ist es auch soweit. In Sao Paulo, ja, da soll bereits das 5. YouTube Space nun eröffnet werden. Ja, aktuell gibt es YouTube Spaces in Los Angeles, in London, Tokio, New York und eben jetzt auch bald in Sao Paulo in Brasilien. Ja, das YouTube Space in Sao Paulo hat natürlich mehrere Ziele. Einerseits die dortige YouTube-Community natürlich zu unterstützen, also Schulungen, Workshops und aber auch Treffpunkt für YouTuber zu sein, wo sie sich treffen und austauschen können, sich Tipps geben können und Ratschläge und einfach um stetig ja, sich verbessern zu können. Community, ja. Community. Und wie man es von YouTube Space kennt, stellt man YouTube, also als YouTube dann auch so Mittel zur Verfügung, also quasi die Technik, damit man da auch viele Sachen machen kann. Ja, beziehungsweise, dass man coolere Clips hat, als man sie sonst so kennt von diesen YouTubern. Also die Frage bleibt also noch immer, wann bekommen wir in Deutschland denn mal sowas, ne? Also zum Beispiel werden da Städte wie Hamburg, Köln, München, Berlin, also irgendwie... Schwerin? Rena? Nee, okay. Ja, also das wäre cool, wenn das auch irgendwann mal nach Deutschland kommt. Ja, wie fändet ihr das denn, wenn das soweit kommt? Muss das unbedingt her? Schreibt es einfach mal in die Kommentare. Down. MMOGA, Partnerprogramm für Let's Player. Ja, als Let's Player hat man ja das Problem, man hat nicht so viel Geld, man verdient auch nicht so viel Geld. Man braucht aber immer die aktuellste Hardware und natürlich auch die Spiele neu und in der Regel nicht gebraucht, damit man in der Videosuche noch relativ aktuell erscheint. Ja, die meisten kennen ja MMOGA. Das ist so ein Shop, wo man Game Keys und sowas alles sehr, sehr günstig bekommt. Und die gibt es jetzt schon seit 8 Jahren. Und Let's Player wie Pete's oder Commander Krieger, die verweisen immer auf dieses Partnerprogramm von MMOGA. Das ist ein einfaches Prinzip. Stellen wir uns mal vor, du registrierst dich da beim MMOGA, man fügt dann einen Ref-Link in der Beschreibung ein und dann war es das auch schon. Dann bekommt man quasi, wenn Leute darauf klicken, irgendwann Prozente, damit du Sachen billiger bekommst. Genau. Wichtig ist natürlich, dass man eine Provision bekommt, nur wenn sie auch was kaufen, oder? Natürlich. Also ja, das ist ja auch. Das heißt, sie klicken auf den Link, holen sich was, ihr kriegt eine Provision und die liegt für Game Keys bei ca. 10%, bei Game Cards auch ungefähr, bei digitalen Gütern im Allgemeinen 15%. Und es gibt natürlich auch Gold, Coins, Items und also ein Schnickschnack. Und das ist halt die Frage, würdet ihr das auch machen und wie würdet ihr das bewerben? Würdet ihr das proaktiv in euren Videos anprangern oder einfach nur die Videobeschreibung unten rumdümpeln lassen? Jo. Kommentare. Unten. Schreiben. Markiplier. Ja, mittlerweile hat Markiplier ca. 2000 Videos, 1 Milliarde Aufrufe und 4 Millionen Abonnenten. Ja, das ist Markiplier ganz, ganz grob denn einmal umschrieben. Hinzu kommt noch, dass er erst kürzlich 480.000 US-Dollar gespendet hat, wie man ihn halt so kennt, ne? Das ist eben seine Art. Ja, das schöne Geld. Und nun durchbrach er halt diese 4 Millionen Abonnenten-Marke. Und als Dank gibt es von Markiplier ein neues Video zu sehen. Vielleicht zeigen wir hier kurz einen Teaser. Vielleicht, wir überlegen uns das noch. Aber wir von letsplays.de sagen auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch, Markiplier, und großzügige Sache. Ja, Leute, in der letzten Folge habe ich ja eine Idee kundgetan, und zwar, dass wir hier bei Let's Player TV News das Forum ein bisschen fördern möchten, indem wir euch bewerben. Und wir haben 12 Einsendungen gezählt, die Bewirb mich geschrieben haben unter das YouTube-Kommentar, was ihr natürlich immer noch machen könnt für die nächste Folge. Und wir haben uns das jetzt mal überlegt, wie kriegen wir das hin? Das ist nach dem Zufallsprinzip, aber fair und auch transparent für euch läuft. Also wir haben hier verschiedene Schüsseln. Wir haben hier eine Schüssel mit Namen, dort sind alle Bewerber drin. Dann haben wir eine Schüssel mit 1, eine Schüssel mit 2 und eine Schüssel mit 3. Ja, warum haben wir das Ganze? Das erklärt euch der Mathis am besten. Ja, dieses Prozedere habe ich mir mal ganz, ganz fix ausgedacht. Und zwar läuft das dann wie folgt. Wir ziehen erst einmal die Namen. Die werden dann hier nebeneinander verteilt und dann gilt das K.O.-Prinzip. Es treten immer 2 gegeneinander an, also erst die ersten beiden, die schieben wir dann einmal hoch. Dann zieht der Nico ein so ein Kärtchen von der 1, ein so ein Kärtchen von der 2, packt sie in diese Schüssel
vermischt sie. Und ich würde sagen, ich darf eine ziehen, damit das fairer ist. Ziehe dann einen davon, nachdem er vermischt hatte. Und dann entweder ist es dann die 1 oder die 2. Also bei mir ist links dann die 1 und da rechts daneben ist dann die 2. Und je nachdem, dann ne, kommt der dann weiter oder nicht. Der Gewinner bleibt weiterhin verdeckt und der Verlierer wird aufgedeckt, wer es nicht geworden ist. So werden nach und nach alle dann aufgedeckt. Also das ist schon fair genug, aber das hält dann genau, die Spannung aufrecht. Gut, ich würde sagen, Vogelperspektive, ab geht's, bis gleich. Beginnen wir mit der Auslosung. Ja, wir haben da oben links einfach mal da den Namen hingeschrieben, wer alles so dabei ist und immer wenn wer rausfliegt, wird derjenige dann durchgestrichen. Zunächst einmal haben wir quasi ausgelost, wer gegen wen hier spielt. Wir wissen aber nicht, wer das ist, weil es verdeckt ist. Ja, packen eine 1, eine 2 rein, wie wir es da sehen, und dann wird ausgelost, wer gewonnen hat. Der Verlierer wird da gezeigt, hier in dem Fall der Doppel-DLP. Und dann geht das weiter ins Prinzip, der nächste wird ausgelost. Ich glaube, die 1 hat er gewonnen, die 2 fliegt raus und das ist der Zuckerfee-LP. Es geht munter weiter. Uiui, wer ist diesmal ausgeflogen? Der HR-Imperator. Also die Nummer 3, die rausfliegt. Wen haben wir als nächstes? Skal. Das tut mir auch sehr, sehr leid für dich, Skal, aber du bist auch raus. Wen haben wir als nächstes? Da haben wir den Metzelmörder 3D. Oder den Metzelmörder. Tut mir leid. Wie auch immer. Und der Escher ist da als nächstes rausgeflogen. Man sieht es nicht so gut auf dem Bild, aber deshalb habe ich es oben links nochmal dargestellt. Wer fliegt da als nächstes raus? Es ist Let's Play Killua. Tut mir auch sehr, sehr leid für dich. Auch der Superjuppi hat es leider nicht geschafft. Du bist auch raus. Wen haben wir da nächstes im Duell? Und das ist der Sonki. Ja, das tut mir leid. Okay, jetzt sind wir im Finale. Dort losen wir aus von den dreien, wer erst, zweiter, dritter wird. Das wird man da gleich sehen. Einmal habe ich mich da kurz verlegt. Die 2 und 3 wird getauscht. War aber alles richtig gezogen. Und dritter Platz ist El Tonno. Zweiter Platz ist Heisenberg Zeug und erster ist Captain Lucky. Herzlich willkommen zu der ersten Kanalvorstellung hier bei Let's Play News. Ja, wir hatten ja vorhin ausgelost und es hat den Captain Lucky getroffen. Haha, nein, das ist ja keine Bestrafung. Er kann sich freuen. Jetzt wird sein Kanal vorgestellt. Also gucken wir uns das Ganze mal an. Hier quasi sein Trailer. Dort haut er das aktuellste Projekt, könnte ich mir fast vorstellen, rein. Ah, eine Woche, nicht ganz aktuell. Aber man sieht auf jeden Fall was. Er spielt auf jeden Fall Minecraft. Da komme ich gleich weiter zu. Wir sehen, dass er 40 Abonnenten hat. Weiß jetzt gar nicht, wie lange er schon dabei ist, aber 40 Abonnenten ist auch schon mal nicht schlecht. Das sind nicht nur seine eigenen Leute. Wo gerade bei seinen eigenen Leuten seid, hier haben wir die Crew von ihm. Das sind hier 4 Leute. Einmal der HJ Stone Master oder HJ. Disparian, der Scare Dog Gaming und Zellord. Das ist die Crew von ihm. Er lädt regelmäßig hoch. Fast ausschließlich Minecraft, aber jetzt hat er auch mit Sims 4 angefangen. Das scheint ihnen anscheinend auch Spaß zu machen. Also falls ihr, also Minecraft, da könnt ihr auf jeden Fall sehr, sehr viel von ihm erwarten. Falls ihr da Bock drauf habt, ansonsten Sims 4 hat er gerade angefangen. Ja, er nennt sein Minecraft-Projekt The Void. Da komme ich aber auch gleich nochmal drauf zurück. Dann hat er seine Captain Lucky Quatsch, da haut er irgendwie, ja, so wie er halt so ist, ne? Dann haut er ein paar Sachen da rein. Einfach mal reinschauen. Und hier unten sind immer seine beliebten Videos und die Crew. Gucken wir mal in die Kanalinfo. Dort hat er das Ganze auch nochmal schön aufgelistet, da seine Projekte. Minecraft kommt täglich raus. PvP, was er da in Minecraft macht, kommt samstags und wenn er einfach nur quatscht, das kommt sonntags raus. Und alles andere ist irgendwie ja immer zufällig. Ich weiß nicht, ob man da auch Sims einordnen kann, aber ich denke fast ja. Dann hat er sein Equipment einfach mal hier aufgelistet. Das sieht sehr schön aus, damit kann man was anfangen, damit kann man spielen. Genauso mit der Software. Ja, das kann man auch schon mal verwenden. OBS, das nutze ich auch. GIMP genauso, Camtasia Studio. Gut, ich nicht. Aber es scheint ja alles zu funktionieren. Ne? Das ist ja immer jedem selbst überlassen. Haut auf jeden Fall hin. Ja, falls ihr Fragen oder
dergleichen habt. Ne? Man sieht, er ist in ganz vielen Netzwerken unterwegs, zum Beispiel Twitter, Facebook, Instagram, Google Plus und hast nicht gesehen. Also das geht da schon gut ab. Gucken wir mal seine Playlist nochmal an. 4 Stück an der Zahl. Also Minecraft ist sein beliebtestes Projekt. Dort haut er immer alles rein. Was geht ab, Leute? Ich bin euer Captain Lucky und willkommen zu einer Folge Captain Lucky Quatsch. Erstmal ein kleines Entschuldigung, dass die letzten 3 Wochen kein Captain Lucky Quatsch kam. Ja, ist doch nicht schlimm, dass da nichts kam, Herr Captain Lucky. Ja, da habt ihr auch ein kurz mal gehört. Er hat sich dafür entschuldigt, dass da kein Quatscht-Video rauskam. Ist aber alles halb so wild. Ja, wie gesagt, falls ihr euch da interessiert. Oh, eine Sache hätte ich was vergessen. Wie viele Views hat er denn insgesamt? Das steht doch hier unten immer. 1000 Aufrufe bei 40 Abonnenten. Das ist in Ordnung. Beitritt am 2.7. Ja, vor ein paar Monaten und dann 40 Abonnenten. Das ist doch alles okay. Das kann sich sehen lassen. Also falls ihr da mal Bock habt reinzuschauen. Ja, so tut das doch. Und ansonsten würde ich sagen, geben wir zurück. Ja, unsere lieben Liebenden. So geht nun auch Folge Nummer 8 endlich zu Ende. Endlich ist das wirkliche Stichwort, wenn ich ihn da so angucke. Ich fühle mich auch nicht mehr so wohl, muss ich sagen. Aber ich glaube, ich habe dich nervös gemacht in der Sendung, oder? Ja, es ist ein paar Mal nervös so geworden, als sich der Tisch manchmal so abhob bei mir. Nee. Ich kann es verstehen, ich bin auch ein hübsches Mädchen. Egal, wir würden uns wie immer über Feedback freuen in der Kommentarsektion oder über das eine oder andere Like oder Abonnement. Genau, und wenn ihr jetzt sagt, ey, wir wollen die Challenges zurückhaben, schreibt es in die Kommentare. Wenn ihr sagt, nee, macht mal wieder eine seriöse Sendung, schreibt das auch in die Kommentare. Und wenn ihr Feedback zu den einzelnen Themen, die wir heute vorgestellt haben, habt, schreibt das auch in die Kommentare. Also, würde ich sagen, wir wünschen euch einen schönen Tag. Jo, Butter bei die Birne. Und Padauts. Tschüss. Tschüss. Wir sind doch seriös.